Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur erscheinen in weniger als 10 Stunden. Eine neue Generation voller Abenteuer, voller unerforschten Gebieten, neue Pokémon und vieles mehr. Ich freue mich sehr auf diese Generation, freue mich aber noch viel mehr über die neuen Abonnenten hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen, wirklich von ganzem Herzen. Vielen Dank für die vielen Kommentare, für das Feedback und all das, was eben die letzten 2 Tage hier passiert ist. Es ist unglaublich, über 50 neue Abonnenten über 2 Tage hinweg. Ich bin sehr motiviert, wie man, glaube ich, auch sehr gut erkennen kann und freue mich, noch mehr Content in dieser Art erschaffen zu dürfen. Viele von euch werden die 9. Generation vielleicht gerade schon spielen, sofern ich es in den verschiedenen Gruppen mitbekommen habe. Euch ganz viel Spaß. Es gibt aber auch die andere Seite, wie beispielsweise mich inbegriffen, die noch immer auf ihr Paket warten, beziehungsweise dass die Bestellung eben abholbereit ist. Einen kleinen Dorn im Auge habe ich dann allerdings schon, und zwar, ich habe es selber angepriesen und ich finde es sehr, sehr schade, dass Nintendo es nicht schafft, die Pokémon-Spiele rechtzeitig zu liefern. Zumindest ist es bei mir so, denn ich habe eben genau Anfang November bestellt mit diesen ganzen Vorbesteller-Bonis und mein Paket kommt wahrscheinlich erst am 21. November. Aber keine Sorge, wir werden trotzdem mit dem Let's Play pünktlich morgen zum Release-Tag beginnen. Während wir kreuz und quer durch Paldea reisen, um die neuesten Pokémon-Spiele kennenzulernen, kann es schon mal sein, dass wir uns vielleicht ein bisschen aus den Augen verlieren. Deswegen habe ich für euch einen Discord-Server erstellt, dem ihr gerne beitreten könnt. Der Discord-Server der Paldea-Expedition. Mehr dazu gibt es heute Abend um 18 Uhr. Ich würde euch dringendst empfehlen, die Benachrichtigung für die Premiere für 18 Uhr zu aktivieren, denn es würde euch sonst wirklich was entgehen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link für den Discord-Server der Paldea-Expedition. Ich würde mich an dieser Stelle sehr darüber freuen, Unterstützung von euch zu kriegen. Ich suche noch mindestens 2 bis 3 Mods, die sich um den Server kümmern. Sollte also irgendjemand von euch sich mit Discord auskennen und weiß, was man da eben alles rausholen kann, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und falls euch irgendwelche Räume oder irgendwas noch fehlt, dann schreibt es gerne in den jeweiligen Raum. Verabredet euch gerne auf meinem Discord-Server mit anderen Pokémon-Trainern zum Kämpfen, zum Tauschen und genießt die aktuellen Informationen aus der Paldea-Expedition. Der direkte Austausch zwischen der Community und mir als Content Creator ist mir enorm wichtig und falls irgendwas fehlt oder irgendwas verbessert werden kann oder ihr eine Idee habt für irgendwelche neuen Videos, dann können wir da eben gemeinsam drüber sprechen. Wir haben die vergangenen letzten 2 Tage die 500 Abonnenten auf diesem Kanal geknackt, dafür bin ich unendlich dankbar. Ich habe zwar in dem Community-Tab geschrieben, dass wir wahrscheinlich dann das Abonnenten-Special noch im November bekommen, allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell geht. Also, was habt ihr gemacht? Habt ihr den Kanal irgendwo geteilt oder was weiß ich? Es ging auf einmal so schnell und ich finde es so schön. Ich bin definitiv motiviert, weiter solchen Content für euch zu produzieren. Das 500 Abonnenten-Special soll etwas ganz Besonderes sein. Deswegen bekommt ihr es im Dezember quasi als Weihnachtsgeschenk von mir an euch, meine Community. Ich habe eigentlich noch so viel zu sagen und bin wirklich sehr dankbar, so viele neue Gesichter hier auf dem Kanal, aber die Zeit drängt so ein bisschen, ich habe noch ein bisschen was zu tun, bis Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen und ein paar Vorbereitungen muss ich auch treffen. Das wird also eine sehr, sehr lange Nacht für mich, aber es lohnt sich. Sonst bleibt nicht mehr viel zu sagen, nur dass wir uns morgen im Let's Play zu Pokémon Karmesin hier auf meinem Kanal sehen. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und bis morgen.